Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Heroes mit eurem Ertakus. Ja, wir haben letztes Mal schon ein bisschen Zaumcraft angefangen und ich sag euch eins. Der Mod ist irgendwie leichter geworden, aber das Forschen ist irgendwie beschissener geworden. Ganz blöd. Weil, warte mal, wo habe ich das Zeug denn jetzt reingeschmissen? Wo habe ich das? Dann machen wir das mal so. Ich zeige euch das mal eben. Ich muss mich da noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Also, wenn wir jetzt hier das Buch nehmen. Wir nehmen jetzt uns hier, nehmen wir uns mal das da. So. Habe ich jetzt eine Forschungsnotiz. Die packe ich jetzt hier rein. Bupp. Und die Sachen habe ich zur Verfügung. Wenn ich da irgendwas jetzt von aufgebraucht habe, ist es weg und ich habe Pech gehabt. Darum ist es schon nicht mehr so wie ja, die anderen, irgendwie leichter, aber doch ein Ticken schwerer, aber ja, ich habe ja gesagt, Forschung mache ich so selber, das ist also ein bisschen komischer geworden. Zauberstäbe zum Beispiel laden sich einfach so in der Luft auf. Nö, aber egal. Ja, was hat sich doch, es hat sich ein bisschen was auf dem Server getan in Sachen Mods. Ich habe nämlich ein paar Mods hinzugefügt. Das stehen wir jetzt nicht. Das ist nämlich hell. Wartet mal. Gucken wir mal. Jetzt machen wir es dunkel. Bumm. Da. Alles dunkel. So. Es ist Hardcore Darkness dabei. Man sieht nichts. Also da, wo kein Licht ist. Dann kann man auch mit so... Ich habe ja hier Feuer drauf. Da. Und... Bumm. Kann Licht mitmachen. Auch Fackeln in Hand nehmen. Bringt auch was. Es ist stockdust, da zieht euch das rein. Richtig dunkel. Und Night Vision, wenn man Night Vision benutzt, sieht das alles so pipi-gelb aus. Warte, kann ich euch auch mal zeigen. Irgendwie ekelhaft. Jetzt beschweren sie sich, dass es auf einmal wieder dunkel geworden ist. Egal. Ach, und ich habe auch noch wieder Crack-Zombies drauf. Das heißt, es gibt ja so kleine, so ganz böse Zombies. Die sind wirklich böse. Und ja, die machen gut Schaden. Also habe ich so eingestellt. Da seht ihr es. Alle schwarzen Stellen sind jetzt so pipi-gelb. Als hätte jemand sich sehr erleichtert. Ich glaube, wir kurz. Haha. Nix kurz. So, Night Vision geht weg. Gucken wir uns das mal an. Gehen wir mal hier rein. Hier ist es dann dunkel. Alles stockduster. Man sieht die Hand vor oben von mir, aber. Da bin ich auch so angegriffen. Scheiße. Ganz böse. Also ist es ganz böse. Soll ich mal die Spieler ärgern und einfach mal die Game Rule ändern? Ja, wartet mal. Wer ist noch alles auf dem Server? Duftbäumchen. Also warte mal. So, Game Rule. Daylight Circle. Day. Nein, warte. Ah, das ist Game Mode. Game Rule. Daylight. Du. Daylight Circle. False. So. Jetzt ärgern wir so mal ein bisschen. So, nach dem Video stellen wir das wieder um. Erinnert mich bitte dran. Ach nee. Ja, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, falls ich es vergessen habe. Haben sollte. Gut. Wir wollen die Zaumkraft weiter. Ich will den Raum fertig bauen. Ich habe da jetzt ein bisschen ausgehoben und ein bisschen vormarkiert. Hier will ich den Infusion-Altar machen. Könnt ihr euch bestimmt denken, ungefähr so hier oben. So auf der Höhe. Dann kann man hier die Dinger hinsetzen. Dann kommt hier irgendwie der Forschungsbereich hin. Da kommt so ein kleines Lagerchen rein. Und hier kommt, wo ich irgendwelche Essenzen brauche. Irgendwie so. Ja, irgendwie muss ich mal weitermachen. Es ist halt viel bauen, aber es ist halt kein Technik-Modpack. Das heißt,
Viel bauen. Sehr viel bauen. Warte mal, habe ich hier noch Holz? Ich habe auch noch Holz. Kann ich mir mal eben. Ja, machen wir uns mal eine Werkbank. Eine Tinkers Werkbank. Eigentlich benutze ich von den Monten zurzeit nur diese Schmelze und die Werkbank. So, können wir uns schon um hier die Kiste hinstellen. Ach ja, und es gibt auch noch eine Neuigkeit über die Veröffentlichung des Modpacks. Ich habe ein bisschen rumprobiert und hier und da probiert und dann bin ich auf eine Seite gestoßen. Hätte ich eigentlich auch dran denken müssen, dass das eigentlich nicht so leicht ist wie gedacht. Ich muss mir ja noch von den ganzen, um die Lizenzen muss ich mich ja noch kümmern. Weil man kann nicht einfach ein Modpack nehmen und sagen, so, für dich öffentlich machen. Private geht es. Privat alles kein Problem. Aber sobald ihr das, wie ich in dem Fall, öffentlich machen will, braucht ihr bei einigen Mods Lizenzen. Die muss ich mir jetzt holen. Da bin ich jetzt am raussuchen, welche Mods welche Lizenzen brauchen, weil es gibt Mods, da muss ich einfach nur mal eben den Namen von demjenigen reinsetzen. Und dann gibt es wiederum Mods, da muss ich den dann anschreiben, also ein bisschen labern mit denen, denen das erklären. Dann gibt es wieder welche, die, bevor sie mir die Lizenz geben, die wollen auch das Modpack selber haben, also das auch ausprobieren und so. Und natürlich ist klar, alle Rechte von Modpack-Änderungen und so bleibt ja dem Macher, ja, der Macher. Vorbehalten, wenn er sagt, nee, möchte ich nicht, die Sammlung gefällt mir nicht, das passt alles gar nicht, dann muss ich mich dran halten. So ein Zeugs, und da muss ich jetzt mal erstmal gucken, welche Mods überhaupt sind. Bis jetzt habe ich eigentlich noch keinen, doch einen Mod, aber der ist auch eher, ja, der kann auch wegbleiben, theoretisch. Aber da muss ich auch mal erstmal gucken. Ist ja mein erstes Modpack, also passt schon. Kriege ich hin. Ist halt ein bisschen Arbeit. Aber macht ja nichts. Wie machen wir das denn hier? Hier Glas. Da oben kommt weiter Glas. Hier kommt nur Stein hin. So, das wird dicht, weil auf diese Höhe brauche ich das nicht. Das heißt, das kann ich dicht machen. Ding! Ding! Autsch! Ich glaube, da hole ich mir meine Drachenrüstung. Ender Dragon Rüstung. Gib mir hier meine Rüstung! Ja, so, das passt, die können dann wieder rein, schön hinstellen, so. Und wir werden auch was, ach, nächste Woche, also, was haben wir denn heute? Heute ist ja, das ist Mittwoch, genau. Also für euch ist Mittwoch. Ich habe Dienstag, weil Dienstagabend. Der Grund ist einfach, ich muss ja arbeiten. Also kann ich nicht morgen, also am gleichen Tag aufnehmen. Aber das ist alles kein Problem. Finde ich. Jo. Also, wenn das jetzt die Folge ist, Mittwochs, die ihr seht, dann Donnerstag, Freitag. Ich denke mal, das Haupthaus bauen wir. Also, ich habe jetzt eine Zeit gesetzt. Diese Woche. Diese Woche wird das Baumhaus fertig. Der Enderdrache. Ist die eine mal so erschrecken müssen? Oh, da machen wir mal ein Loch rein. Das machen wir zu. Hier kommt also zu. Ja, hier kommt zu. Schön. So. Hier kommt auf.
Also kommt auf diese Höhe. Wir müssen jetzt, warte mal, das wird der Boden von da. Das muss auch zu. Genau. Ah, da, ja. Hier muss ich auch mal einen Ausgang bauen. So, das ist so, was sich bis jetzt getan hat hier und auf was ihr euch noch gefasst machen könnt. Also dann kommt auch als nächstes der Markt. Da werden wir uns dann, werde ich mich jedenfalls mehr auch mit den Villagern, also Villager Box heißt der Mod, befassen. Und auch auf meinem Kanal werde ich jetzt, habe ja gesagt, ich mache ja gelegentlich mal Videos jetzt zu Mods, die hundertprozentig auf dem Server bleiben. Und da kommt, da werdet ihr diese Woche, wird das Silent Games sein. Ich habe jetzt schon mal Flowcraft, das habe ich ja auch schon gemacht. Und Silent Games kommt diese Woche. Und dann mal gucken, ob ich eventuell, aber wirklich eventuell nächste Woche noch eins mache. Ja klar, eigentlich. Versuch mal. Ich versuche jede Woche eins zu machen. Also da weiß ich, das sind dann diese Mods, die mit Lizenzen keine Probleme machen. Und ne, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz gucken. Wo habe ich das? Das machen wir mal eben. Nein, das war der falsche. Da haben wir es. Das war der zweite. So. Was habe ich geschrieben? Zwei waren nur zwei. Ups. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mach die Sound aus. Gut. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen. Ich will dann das Glas. Außenrum kommt das. Der Fußboden. Ah, genau. Wir haben auch noch Schüssel drauf. Ob sie können wir uns jetzt wieder einschüsseln, aber so richtig hart. Was ist das? Was ist das? Obsidian. Oh, das ist so dunkel alles. Gucken wir mal. Obsidian will ich ein bisschen was haben. Ich habe nämlich extra Obsidian gefarmt für das. Ja. Jo. Müssen wir uns auch mal einen Schüssel bauen. Schüssel. Schüssel. Gibt es auch ein Dia-Schüssel? Nein, das war ein Zusatz. Ja, egal, wie oft brauchen wir die Dinger oder wie oft gehen die Dinger kaputt. Also eigentlich ja, gar nicht. Oder? Kostet doch nichts. Also Astik und da Irin. Immer noch keiner geschrieben hat und sich wundert, warum immer noch Nacht ist. Okay. Vielleicht liegt es auch dran. Er müsste, eigentlich müsste jetzt laut theoretischem Zyklus die Nacht wieder enden. Tut's nicht. Ob sie haben sie. Ob sie haben sie da. Ah, da seht ihr, habe ich ein bisschen was gefarmt. Mit meiner Spitzhacke und diesem Kristall. Hammer schnell geht das Zeug. Ist hier dabei? Nee. Okay. Warte mal. Dann lade ich auch nicht auf. Dafür muss ich mir auch noch eine kleine Gegend bauen. Also viel brauche ich ja dafür nicht. So. Mal gucken. Schüsseln wir mal Obsidian. Da können wir das schüsseln. Können wir auch die schüsseln? Da was schüsseln.
frage ich mich, ob das abstürzt. Die muss ich schwarzen. Oh, da machen wir uns. Warte mal. Aber hier der Weg, das wird ja ganz normal bleiben. Das machen wir mal weg. Ach, ein Fake-Ohr. So. Gut. Also, das kann auch weg. Jo. Also, das soll ja Stufen hoch haben. Das heißt, da kommt eine Stufe hin und da kommt eine Stufe hin. Das heißt, dieses ist, wird Boden. Nee, dich wollte ich doch nicht haben. Ich wollte der haben. So. Bis. Da. Macht der eigentlich Lichtlevel? Nö. Aber das wollen wir gleich mal hier wieder erhöhen. Weil ich habe keine Lust, dass hier irgendwas drin spawnt. Das ist nämlich böse. So ein Crack-Zombie macht doch schon gut Schaden. Ich habe mittlerweile meine Rüstung jetzt schon das dritte Mal repariert und. Ja. Ah, ne, das ist ja die Flugrüstung. Die habe ich noch nicht so repariert. Da, so mache ich das hier rüber. Kann ich eigentlich das weg. Wegmachen. Immer noch keinem aufgefallen ist. Aber okay. Ist dann so. So, das können wir mal hier so reinmachen. Da gehen wir einfach mal so. Das können wir ja immer noch ändern. So, jetzt brauchen wir Stufen. Können wir uns da auch raus Stufen craften? Würde mich jetzt interessieren. Nee, das geht natürlich nicht. Aber aus den. Oder nehmen wir lieber. Kann man aus Obsidian-Stufen machen? Tatsächlich. Cool. Kommt da eine Reihe Obsidian-Stufen hin? Ich brauche mehr Dirt. Ah, hier Flugrüstung. Gut, da gibt es ja keinen Fallschaden. Das ist gut, kein Fallschaden. Ich dachte schon, das ist schon ein hoher Sprung. Jo. Also zum Bauen ist dieses Flugding doch ganz gut. Aber allgemein zu meinen oder so, das ist. Nee. Da benutze ich lieber meine Lava-Rüstung. Vor allen Dingen, wenn ihr wisst, wenn ihr in Main wart, dann kennt ihr das ja selber. Oh, da kommt auf einmal Lava und scheiße. Ne? Gar nicht so schön. Dann nehmen wir doch lieber Slabs. Na, warte mal, dann ist das dann zu schmal hier. Ich will nämlich jetzt hier. Achso. Das. Aha. So, das soll hier rüber. Nein, der muss wieder weg. Da so ein. Was war das? Alter, ist das Ding, geht das gleich kaputt. Okay, dann stimmt da auch noch was irgendwie gerade nicht so. Das ist ja eigentlich geschisseltes Obsidian.
So, und dann wollen wir die hier das dazwischen machen. Mal gucken. Müsste doch eigentlich so als W gut aussehen. Und dann geht das hier weiter. Aber Lichtlevel können wir ausmachen. So. So, dann haben wir hier schon mal den ersten Bereich und das setzen wir auch da so. Passt irgendwie nicht. Nein, das passt nicht. Das passt gar nicht. Das sieht hässlich aus. Geht. Ja. Ich freue mich natürlich über so ein Däumchen von euch. Da freue ich mich immer. Und wenn euch was nie, wenn ihr sagt, nee, das ist blöd, was der da macht. Ja, stimme ich euch zu. Mag ich auch gerade nicht. Aber eigentlich, ja. Ist halt so. Das ist Minecraft. Nicht Sparta. Nein, das ist Minecraft. Machen wir da auch wieder Obsidian Stufen? Ja, ne? Ich denke mal, ja. Müsste ja passen. Wir wollten 20 gebraucht haben. 40 hatten wir, glaube ich. So, dann haben wir hier oben den Altar. Machen wir das dann oben mit dem Material? Da muss ich mich noch drum kümmern. Warte mal, das können wir ja gleich mal machen. Das machen wir jetzt. Aber das brauchen wir noch hier oben. Das auch, das auch, das auch. Dann kann man Dirt kann man nie zu wenig haben. So. Das schieben wir mal eben dahin. So. Gut. Gehen wir mal ganz unten. Also, ich habe, glaube ich, Nacht vor einer zu langen Zeit gemacht und das fällt immer noch keinem auf. Wie schon gesagt, erinnert mich dran, falls ich es vergessen habe. Du blödes Vieh, ich will dir was kaputt gemacht. Und eine Enderperle. Eine Enderperle. Gleich mal verstauen. Da, jetzt sehen wir auch, was ich habe. Mein Schatz. Und ich habe ihm das liebe Duftbäumchen, hat mir da so eine Sanduhr gemacht. Da muss ich mir noch abholen, dann muss ich nicht immer klicken, das nervt mir nicht so lange. So, aber wir wollen Soundcraft uns diesen komischen Stein machen. Vielleicht können wir das ja schon. Artefakt. Arcana Stein. Da brauchen wir die Arcana Werkbank. Haben wir. Können wir bauen. Glaube ich doch. Wie macht man die? Da. Ein Tisch mit Zauberstab. Gut. Tisch haben wir. Zauberstab. Hatte ich mal. Machen wir uns einen neuen. Jo. Jo. Wo ist mein Zauberstab? Das billige Ding. Essenzeug. Ha! Egal. Na, warte mal. War dann hier und Astik. Zack. Jo. Und wie ihr jetzt seht, oben links. Das lädt sich alles auf. Da. Ohne Grund. So, packen wir jetzt mal dahin und wupp. Jetzt haben wir den. Jetzt brauchen wir Charge. Charge. Nehmen wir uns davon 20. Lädt er sich auch noch weiter auf? Natürlich nicht. Aber wir können es ja schon mal vorbereiten. So, kommt das da rum? Und das packen wir mal rum. Hui.
So, dann nehmen wir den mal gleich wieder mit, dann kann er sich wieder aufladen. Das Buch packen wir zurück. Ah, jetzt haben wir nur 27. Oh, kann man den schisseln? Kann man noch schisseln? Nein, kann man nicht schisseln. Kann man da was anderes ausmachen? Arcane Stone. Arcane. Wo haben wir ihn denn? Arcane Stone Block. Doch, den kann man schisseln. Hä? Arcane Stone. Die Slabs rausmachen, Türen raus. Arcane Stone Brick. Und das ist Block. Slabs. Arcane Vertical. Dann machen wir uns die Dinger raus. Was ist das? Infusion Speedstone. Ach, das sind die, die unter diesem Infusion-Altar kommen. Da kann man die Geschwindigkeit erhöhen oder die Kosten. Ich glaube, wir nehmen die Kosten. Weiß ich nicht. Was ist das? Arcane Pen. Dioptra. Okay. Ja, Recycler. Remote Comparator. Aber das wundert mich. Da muss ich mich noch. Wundert mich. Schüssel Arcane. Arcane Stone. Weil da gibt es ein paar geil. Die sehen cool aus. Die sehen cool aus. Was ist das? Wisst ihr das? Wieso das nicht geht? Schüssel. Schüssel. Stone. Arcane Stone. Aber wir brauchen den Arcane Stone Block. Da haben wir den Brick. Der ist von Schissel. Vielleicht sowas? Auch nicht. Aha. Vielleicht hier was noch drin? Ne, das sind diese Pflastersteine, Barrierestein. Das ist der Fusion-Altar. Muss ich auch noch erforschen. Tja, das mit dem Schüsselmod, irgendwie will er manche Rezepte nicht anzeigen. Da, eigentlich müsste man einen Arcana, aber das ist das Rezept. Schüssel, super. Der erste ist das ja eigentlich. Das haben wir auch noch bei anderen Sachen. Gehen wir mal hier add Schüssel. Da, was haben wir denn hier? Da, Enderperlen. Kein Enderperlenblock gibt's nicht. Endstone, das geht. Da, Minecraft. Und da ist schon wieder der andere. Rezept ist gar nicht drin. Eis kann man auch schüsseln. Ja, das ist Endstone. Was haben wir hier? Schüssel, Glas, Panel. Da ist also irgend noch was anderes dabei. Iron, Ironblock. Also wo du das Vanille-Rezept siehst, geht das. Da, den Bücherregal, Minecraft. Geht. Schüssel, Crackrock. Da, das würde jetzt auch nicht gehen. Weil du keinen Crackrock kriegst. Weil da seht ihr Schüssel, da müsste irgendwo einer von Minecraft stehen. Hier genauso. Birdstone. Ach, hab ich auch noch nicht gesehen. Grimestone gibt's auch nicht. Es sind also hier noch die ganzen Rezepte drin, die es so gar nicht gibt. Da muss ich auch noch mal mitfassen. Das sind so, so kleine Sachen. Das ist jetzt diese Feinarbeit. Weil selbst, da, den Block. Da gibt es keine Crafting-Rezepte für. Und das war, ich glaube, nur Eisen, Quarz und Stein. Aber naja. Das sind jetzt noch diese Feinheiten. Der Mod ist erst seit gestern drauf. Also für mich seit gestern, für euch seit vorgestern. Und ich habe mich noch nicht ganz damit befasst. Es sind halt noch Configs-Bearbeitung und allen drum und dran. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich denke mal, ich hoffe mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.